Urs Nickli, Sie sind einer der weltweit führenden Bioforscher. Was kaum jemand weiß, in den 1980er Jahren haben Sie als Mitarbeiter der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Pflanzenbau das Potenzial von Herbiziden erforscht. Und ausgerechnet Sie waren bei der Bewilligung vom Breitbandherbizid Roundup beteiligt. Als Praktikant bereits schon haben mir die Bosse gesagt, wir haben ein Problem mit Unkraut in diesem intensiven, in diesen überdüngten Futterbauflächen. Und jetzt kommt die Agrarchemie. Damals war es die Sondo und die wollen Wiesenerneuerung machen mit Roundup. Und wir eigentlich sind die Bauern natürlich versucht, mit Roundup alles abzuspritzen und neu zu säen. Aber wir wissen gar nicht, ob das eine nachhaltige, vernünftige Strategie ist. Und so bin ich dann zu diesem Thema gekommen. Und nach dieser Arbeit haben wir gesagt, auch mit den Futterbauern zusammen, das ist nicht der Weg. Wenn wir der Weg ist, wir müssen langsam zu nachhaltigen Wiesenbeständen kommen und das können wir und dann haben wir auch keine Unkrautprobleme mehr. Aber bin ich richtig informiert, dass Sie ursprünglich sogar bei der Genehmigung für Roundup, das ja von Monsanto ist, ein Breitbandherbizid, dass Sie dort ursprünglich beteiligt gewesen sind? Ja, ich habe natürlich das Roundup im Grasland eben zur Wiesenerneuerung intensiv ausprobiert. Und meine Berichte haben natürlich dann auch bewirkt, dass das nicht nur im Ackerbau, sondern auch oder in den Spezialkulturen, sondern auch im Grünland bewilligt wurde. Und ich habe es dann auch noch intensiv in Wädenswil im Obstbau, im Weinbau angeschaut, weil dort hat man ja auch die Baumstreifen, die man sauber spritzt. Und in dem Sinne, ich war das ist klar beteiligt an dieser Bewilligung natürlich. Ja. War das nicht eine Art Seitenwechsel? Also ich habe Fotos von Ihnen gesehen, historische, mit langen Haaren, eben mit Ihrem bunten Pullover vom alternativen 68er dann eben der Person, die mitbeteiligt war, um Roundup zu genehmigen. Das ist ja eigentlich ein Seitenwechsel. Die Hälfte unserer Arbeitszeit war, neue Herbizide zu prüfen und sie dann in den Zulassungsprozess zu schicken. Und Wädenswil war damals auch die Zulassungsbehörde. Ich habe da immer mitgeredet bei der Zulassung. Und das ist eine anspruchsvolle und spannende Arbeit. Und ich habe natürlich immer auch die ökologischen potenziellen Nebenwirkungen habe ich mitbedacht. Und mit Ökotoxikologen, mit Humantoxikologen haben wir die Substanzen geprüft. Das war immer eine sehr ausgewogene, seriöse Prüfung. Also ich habe mir nicht das Leben leicht gemacht, aber es war eine spannende Arbeit. Und ich muss sagen, die normale Landwirtschaft hat natürlich schon eine andere Denkweise. Es geht mehr darum, effizient, arbeitssparend mit der großen Wirkung etwas zu erreichen. Und das ist natürlich meiner unternehmerischen Ader entgegengekommen. Zack, zack, zack. Und ich habe es sehr gerne gemacht, aber mir war auch immer sehr bewusst, es ist ein Ausschnitt und ich muss das Ganze anschauen, wirklich das Ganze. Ich glaube, Sie haben einmal gesagt, eigentlich müsste die Schweiz eine landwirtschaftliche Produktion haben, in der Bio rund 50% ausmacht. Was müsste dann getan werden, damit es richtig läuft, damit eben der Anteil der bewirtschafteten Fläche von heute 16%, was ja relativ niedrig ist, oder international gesehen relativ hoch, aber im Vergleich zum Beispiel zu Österreich mit 25% wiederum relativ niedrig. Was müsste man machen, damit man diese 16% eben auf, sagen wir einmal, 50% wachsen lassen kann? Ja, der Biolandbau hat ja eine große Stärke. Er extensiviert tatsächlich wegen allen Richtlinien und er fördert die Bodenfruchtbarkeit, er fördert die Biodiversität. In dem Sinne ist natürlich eine Weiterentwicklung des Biolandbaus auf
30%, 40%, 50% hätte lokal gesehen einen riesigen Effekt. Und das würde ich sehr begrüßen, weil wir sind insgesamt zu intensiv. Und es gibt dann eben auch problematische Entwicklungen. Wir können nicht 100% Biolandbau haben, schon gar nicht weltweit. Aber eine deutliche Zunahme wäre sehr gut in der Schweiz. Und weil wir auch den Biolandbau relativ professionell und auch eher auf einem relativ gesehen höheren Nährstoffniveau machen und wir eine ausgezeichnete Beratung haben, sind die Ertragsreduktionen durch den Biolandbau gar nicht so groß. Und das ist ein großer Vorteil, den sollte die Schweiz nutzen. Und eigentlich begreife ich gar nicht, warum die Bauern nicht viel mehr umstellen. Weil die Rahmenbedingungen sind gut umzustellen. Die Nachfrage steigt zurzeit massiv. Und ich hoffe, dass sehr viele Bauern diese Chance nutzen. Wir machen jetzt nochmals einen Themensprung zur Gentechnik. Sie haben jahrzehntelang gegen die Gentechnik in der Landwirtschaft gekämpft. Unter anderem sind Sie ja auch dafür verantwortlich, dass die Schweiz ein Anwendungsmoratorium für gentechnisch veränderte Pflanzen hat. 2016 haben Sie dann aber in einem Interview erklärt, dass man mit der Genschere CRISPR-Cas Pflanzen viel einfacher und genauer manipulieren kann als mit der bisherigen Gentechnik, was ja tatsächlich so ist. Dieser Satz ist Ihnen aber sprichwörtlich um die Ohren geflogen. Bioverbände, Biolandwirte und Umweltorganisationen kritisieren Sie bis heute dafür. War das noch einmal ein Seitenwechsel oder was hat Sie zum Umdenken bewegt? Anfangs 90er Jahren bin ich als Leiter des FIBL damit konfrontiert gewesen. Was machen wir mit der Gentechnik? Die kommt. Und da haben wir das sehr intensiv diskutiert. Wir haben auch verschiedene Studien damals gemacht mit dem Nationalfonds und so. Und dort habe ich mir relativ fundiert eine gute Meinung gebildet. Und für mich war es damals klar, einfach in dieses Abenteuer reinzustürzen, ist nicht gut. Die Industrie ist zu euphorisch und die Industrie entwickelt auch nicht die richtigen Produkte. Also Roundup Ready, also Roundup tolerant oder resistent ist es nicht das, was wir brauchen. Und es gab zum Beispiel keine Züchtungen in Richtung Krankheitsresistenz, Schädlingsresistenz und so. Also die wichtigen Dinge wurden gar nicht angegangen mit der Gentechnik. Das war das eine. Und das zweite war, wir haben einfach über mögliche ökologische oder humantoxikologische mögliche Nebenwirkungen noch zu wenig Wissen. Und die Industrie hat das auch selten dämlich angefangen, die Gentechnik. Also das sagt übrigens die Industrie heute selber. Wir haben selber riesige Fehler gemacht. Und von dem her war diese Totalopposition war völlig berechtigt und auch gut. Heute ist es klar, die Industrie und auch die Wissenschaft, sie ist ja die ganze Wissenschaftscommunity im Bereich Agronomie, Biologie, Landwirtschaft und Umweltforschung sind ja mit diesen Methoden heute konfrontiert. Und die gehen sehr selbstkritisch damit um, aber sehen die Potenziale, die man eben nicht abblocken sollte. Und ich habe mich dann auch eben immer damit Potenziale, Risiken. Und es ist natürlich so, weil sich diese Technologie unglaublich weiterentwickelt hat, also zwischen Transgenen, wo irgendwelche Gene eingeführt wurden nach dem Zufallsprinzip, hin zu einer molekularbiologischen Mutation in Form von mit CRISPR-Cas-Genom editieren. Das sind Welten dazwischen. Und das sollte man auch als kritische Person wahrnehmen. Das sind Welten dazwischen. Und da muss man es halt wieder neu anschauen.
Und mit einer reinen Verweigerungshaltung, denke ich heute, nimmt man sich Chancen. Und ich hab immer probiert, das seriös anzuschauen. Und ich fordere eigentlich nur, lasst uns ganz offen darüber diskutieren. Und meine persönliche Meinung ist, dass man mit dem Genomeditieren sehr viele Ziele der Nachhaltigkeit tatsächlich erreichen kann. Ich glaube, wir sind uns einig, mit der alten Gentechnik haben die Wissenschaftler und die Industrie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, um es mal salopp zu formulieren. Mit der neuen Gentech-Schere, also CRISPR-Cas, könnten die Wissenschaftler ja ganz präzise neue krankheitsresistente Sorten züchten. Das müsste ja eigentlich auch im Sinne der Biolandwirtschaft sein. Wieso wehren sich dann Bioverbände wie eben Bioswiss zum Beispiel trotzdem vehement gegen CRISPR-Cas? Ja, das finde ich auch gut, dass sie sich wehren, weil es braucht bei allen Entwicklungen immer auch eine Opposition, weil sonst funktioniert es nicht. Also die Wissenschaft und die Politik muss immer wieder herausgefordert werden. Und das finde ich eine tolle Rolle der Biobauern. Und von dem her denke ich, das ist ein Grund, warum das so weiter so bleiben soll. Und der zweite ist natürlich, es ist auch ein politisches Instrument, um den Biolandbau weiterhin stark fördern zu können. Und es ist drittens auch ein ungeheuer gutes Verkaufsargument. Alle drei Gründe sprechen dafür, dass die Bioswiss zum Beispiel ihre Meinung nicht ändern wird. Und das ist gut so. Ich habe keine Mühe damit. Und wir kritisieren uns gar nicht mehr. Aber es entsteht dann doch eine ziemlich absurde Situation, wenn die Gentech-Schere in der Landwirtschaft erlaubt würde, was ja zum Beispiel in Großbritannien jetzt seit Herbst 2021 mindestens in der Forschung oder versuchsweise möglich ist. Dann könnten konventionelle Bauern ihre Kartoffeln ohne Pestizide anbauen, wenn es eben krankheitsresistente Kartoffeln zum Beispiel gibt oder krankheitsresistente Sorten. Und die Biobauern wiederum müssen ihre Sorten mit dem giftigen Schwermetall Kupfer spritzen. Das ist ja ziemlich absurd. Ja, ich habe diese Szenarien auch immer an die Wand gemalt, wie der Teufel. Aber das bringt in der jetzigen Diskussion eigentlich gar nichts. Momentan haben die Biobauern keinen Zwang, etwas zu ändern. Warten wir jetzt mal ab, bis diese Kartoffeln kommen. Die werden kommen, und zwar relativ zackig. Es sind auch andere Resistenzen, die kommen, Mehltau-Resistenzen beim Getreide. Und es gibt ja neben dem CRISPR-Cas gibt es noch andere molekularbiologische Technologien, die auch in der Schweiz erforscht werden. Die sind dann ganz noch raffinierter als die Genschere. Das BAFU bezeichnet aber alle diese Methoden als Gentech, und damit fällt es unter das Gentech-Gesetz. Und ich denke, eine Neubeurteilung wird dann aktuell werden, wenn diese Sorten auf den Markt kommen. Die könnten heute schon als GVO deklariert auf den Markt kommen, oder wenn sie im Ausland ohne GVO-Deklaration kommen werden. Und dann werden wir ziemlich staunen, was diese Züchtung machen kann. Und wir haben jetzt mit dem Moratorium nochmals 5 Jahre Zeit. Aber wir müssen das Moratorium nicht zum Schlafen nutzen, sondern wir müssen ganz intensiv diskutieren. Und das möchte ich auch in den nächsten 5 Jahren, das ganz intensiv, aber objektiv und wissenschaftsorientiert zu diskutieren. Urs Nickli, zum Schluss, Sie waren 30 Jahre Fibeldirektor und haben viel dazu beigetragen, dass die Schweizer Landwirtschaft und insbesondere die Schweizer Biolandwirtschaft heute international einen guten Ruf hat. Im April 2020 hat Sie der Fibel-Stiftungsrat in den Ruhestand geschickt. Dünkt es nur mich oder sind Sie eher im Unruhestand?
meine Firma, die ich ja eigentlich aus Ruhekissen gegründet habe, das Institut für Agrarökologie, Agroecology Science, das ist explodiert, weil wir so viele Aufträge haben und ich muss jetzt ständig Personal anstellen. Und dann habe ich noch einen sehr großen Auftrag von Agroscope. Dort möchten wir eigentlich wirklich die Gedanken, die ich am FIBEL entwickelt habe, von Systemforschung, Interdisziplinarität, mit den Bauern zusammen partizipativ etwas entwickeln. Also wir sagen dem Co-Learning oder Co-Innovation und sogar intensiv mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Diese Sachen, da sind wir jetzt bei Agroscope auf einem sehr guten Weg. Und das macht mir alles ungeheuer Spaß.